Hallo Leute, wie ihr seht, ist unser Eisenbus ziemlich leer. Auch Kupfer, nur 2 von 4 Förderbändern voll besetzt. Und das liegt unter anderem daran, weil unsere Erzfelder, die Initialen, nicht mehr allzu viel hergeben. Sprich, in naher Zukunft werden wir auf die neue Verarbeitung wechseln. Aber das haben wir ja letztes Mal vorbereitet. Und heute wollen wir einen Schritt gehen in Richtung blaue Schaltkreise. Dafür brauchen wir seltene Metalle. Die müssen wir zuerst abbauen und dann auf dieselbe Art weiterverarbeiten, wie wir das mit den anderen Eisen gemacht haben. Und da brauchen wir dann, glaube ich, Chlorwasserstoff dazu. Und ich bin mir nicht sicher, was wir für den Abbau brauchen. Ich glaube, da brauchen wir auch Chlor oder Chlorwasserstoff. Und wenn wir schauen, wir haben ein kleines Feld hier oben. Ich denke, das erreichen wir einfach. Wir verlängern einfach die Bahnlinie hier nach drüben. Haben hier einen Bahnhof, wo wir das Ganze abholen können. Und dann brauchen wir hier einen zusätzlichen Bahnhof. Sprich, wir werden wahrscheinlich den Kohlebahnhof nach unten versetzen und hier einen weiteren Bahnhof einfügen. Aber zuerst mal das Erzfeld. Ich mache das mal rasch und dann werden wir sehen, wie das fertige Feld aussieht. Das fertig platzierte Erzfeld sieht so aus. Das wird nicht viel hergeben. Und hier können wir sehen, wir brauchen Chlor, um die Metalle abbauen zu können. Das heißt, wir werden mal schauen, wie wir Chlor bekommen. Das machen wir mittels Elektrolyse von Sand und Wasser. Und da bekommen wir Chlor und Wasserstoff raus. Und das braucht einiges an Energie. Aber wir haben auch Gaskraftwerke. Gaskraftwerke. Die müssen da sein. Die produzieren einiges an Strom. 4,5 Megawatt. Und ein Dampfkessel, das sind 750 Megawatt. Und vielleicht können wir den Überschuss an Wasserstoff so ausgleichen. Mal schauen. Hier oben haben wir so etwa unsere Chemieverarbeitung. Und wenn wir weitere Felder anschließen, dieses Feld können wir direkt mit einer Leitung versorgen. Aber sobald wir Felder weiter draußen haben, werden wir Chlor per Zug anliefern müssen. Das heißt, wir werden hier dann auch wieder einen Bahnhof brauchen. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Denn wir werden wahrscheinlich auch einen Bahnhof für Schwefelsäure brauchen, wenn wir Uranerz von weiter draußen abbauen wollen. Also Platz lassen für mehr als einen Bahnhof hier.
Aber weil wir Chlor ja auch auf der anderen Seite für die Verarbeitung brauchen, denke ich, mache ich mich da erstmal dran, um zu schauen, wie kommen wir an das Schmelzen-Setup hier unten hin. Wie biegen wir das gerade, dass wir das so hinbekommen. War eine gute Sache, dass wir dieses Ende zuerst gemacht haben, denn für die Verarbeitung hier brauchen wir Chlorwasserstoff. Das heißt, wir brauchen etwas von unserem Wasserstoff, den wir von der Spaltung bekommen, um da wieder Chlorwasserstoff rauszubekommen. Sieh mal hier eine Leitung hoch und wahrscheinlich reichen mir die Rohre nicht. Glücklicherweise sind sie hier in Crastoria etwas länger als in Vanilla. Gehen wir hier ums Eck und dann können wir schauen, wie wir denn an Chlor und Chlorwasserstoff bekommen und wo wir unseren Chlorbahnhof hinstellen. Wenn wir anschauen, was denn die Verhältnisse sind, sehen wir, wir stellen das in 3 Sekunden her, bekommen etwas mehr Wasserstoff raus als Chlor. Das heißt, wir haben einen leichten Überschuss hier. Da machen wir dann 50-50 mit je 50. Und für die Anreicherung, da brauchen wir nur 10. Also das heißt, wir brauchen halb so viel Chlor für die Anreicherung, denn hier sind wir auch bei einer Herstelldauer von 30 Sekunden. Und wir haben 16 Chemiefabriken für die Anreicherung. Aber weil wir auch noch Chlor für die Förderung brauchen, denke ich, gehen wir auch mit 16 Elektrolyseanlagen rein, sodass wir etwas Überschuss haben. Und das sollte uns hoffentlich genügen. Die haben die schöne Eigenschaft, dass die Eingänge nicht ganz außen sind. Das heißt, wir können die schön hier Seite an Seite platzieren. Und das einzige Problem, was wir hier haben, ist, dass wir drehen wir das doch um, denn ich denke, in der Mitte bekommen wir das so hin, hier ein wir wollen wahrscheinlich eine schnelle Einladung machen. Etwas so. Und dann können wir den Ausgang da machen. Dann haben wir hier ein Band mit Sand. Dann können wir hier das Ganze nochmal kopieren. Und
an. Machen wir hier einen Tank für... ja, lassen wir den mal Wasserstoff sein. Dann haben wir hier eine Gasturbine. Hier habe ich noch eine Pumpe. Was wir hier haben wollen, Logistik, denn wir wollen nur verbrennen, wenn wir hier mindestens 10.000 im Tank haben, dass wir immer etwas auf Reserve haben. Und hier unten produzieren wir auch Wasserstoff, den verbrennen wir aber direkt, das heißt, den können wir dann auch da oben in den Tank reinlegen. Und dann hier unten machen wir Chlor. Und dann brauchen wir, haben wir das mal angeschaut, nicht das Rezept, wenn wir hier sind, da haben wir ja eigentlich ein rotes Band. Brauchen wir so viel? Wie viel Chemiefabriken? 5 brauchen wir, um das Ganze zu verarbeiten. Nicht allzu viel. Wo sind sie hin? Dann machen wir das so. Und dann können wir den Ausgang da nach unten legen, wo das Ende unsere Leitung ist, und hier oben werden wir noch einen Bahnhof anschließen. Natürlich kein Signal für oder kein Bahnhofssignal, aber hier dieser Zug, der wird nur 2 lang sein, und den brauchen wir momentan noch nicht, denn das Chlor, das können wir von hier einfach da via Leitung nach hinten legen. Aber wir haben schon mal den Bahnhof hier vorgesehen. Machen wir doch hier hinten auch noch ein Signal rein, dass der Zugsverkehr direkt durch nicht gestört ist. Gut, ich brauche da ein paar Untergrundrohre, die werden nicht reichen. Also gehe ich mal schauen, wie es denn mit Eisen steht, so dass wir das da oben fertig machen können. Unser Eisenbahn ist zwar voll,
Aber hier sind noch genau 4 Förderer am Werk, die unser Eisenerz abbauen. Da unten kommt noch etwas raus, aber das schwindet auch rapide. Das heißt, ich denke, nun ist es effektiv an der Zeit, hier mal den Eisenzug einzustellen. Geh zum Eisenfeld, volles Frachtinventar, geh zur Eisenschmelzeanlieferung, leeres Frachtinventar und auf geht's. Und mit dem Kupferzug machen wir dasselbe, denn den haben wir ja, also das haben wir auch bereits eingestellt. Und denn es dauert ein wenig, bis die Züge voll sind, bis sie wieder hier sind, bis das Ganze durchgelaufen ist. Und die Züge oder die Bahnhöfe sind so eingestellt, dass sie nur einen Zug akzeptieren. Das heißt, wir können mehrere Bahnhöfe haben mit demselben Namen und der Zug wird einfach an den Bahnhof fahren, der frei ist. Wenn nicht, wenn keiner frei ist, dann wird er einfach hier stehen bleiben, weil er keinen Pfad hat. Gut, ich kann mich derweil um das Verlegen von Rohren kümmern. Alles ist angeschlossen und hier oben habe ich auch mal einen Luftfilter platziert. Einfach zum mal schauen, wie das funktioniert. Sand kommt auf, auch, und dann müssen wir nur noch das Ganze anschließen. Wir produzieren Chlor und Wasserstoff. Ah. So, dann laden wir die an. Sehen wir, Kupfer und Eisen liegt bereits an. Das scheint alles zu funktionieren. Wir haben etwas Eisen, wir haben etwas Kupfer. Und Stein hier staut sich auf dem Band. Das heißt, sobald es bis hier zurückstaut, haben wir ein Problem. Ich denke, das muss ich dann da in der Zwischenzeit lösen. Und so wie es aussieht, reicht ein gelbes Band nicht, um unser ganzes Array hier zu befüllen. Hoffentlich können wir das mit schnelleren Bändern lösen, sonst müssen wir ein anderes Setup finden. Hier können wir locker Chlor nach hinten ziehen. Beginnen die Förderer zu fördern, sobald die genügend Chlor im System drin haben. Da fehlt es noch. Wie viel brauchen die? Hat 50.
Ja. Doch dass nicht alle Elektrolysemaschinen laufen, dauert es ein bisschen, bis wir da hinkommen. Wieso laufen die nicht? Weil hier nicht angeschlossen ist. Das würde mir natürlich helfen. Noch etwas Energie auf der Seite. Nun gut, dann beende ich diese Episode hier und nächstes Mal werden wir schauen müssen, wie bekommen wir die Materialien von hier hinten da nach vorne und was machen wir mit den blauen Schallkreisen, die wir dann ja hoffentlich bald abbauen können. Ja, die ersten Erze kommen an. Wird ein bisschen dauern, bis wir hier einen Zug voll bekommen. Aber wir werden anfänglich ja nicht allzu viel davon brauchen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!